Da ist man nicht mal 2 Wochen im Urlaub in einem Café, in dem man so gut wie kein Internet hat. Und trotzdem bekommt man am 25. August mit, was Canon so alles mit der 5D Mark IV gemacht hat. Das war diesmal aber ausnahmsweise nichts Gutes. What the fuck, Canon? Mehr Rage über die 5D Mark IV nach dem Intro. Viel Spaß, falls man dabei Spaß haben kann. Wahrscheinlich eher nicht. Okay, halt, stopp. Dieses Video hat kein Intro verdient. Außerdem würde es die düstere, böse Rage-Stimmung kaputt machen. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich möchte hier Canon auf keinen Fall schlecht machen. Ich wollte mir die 5D Mark IV ja selber kaufen. Aber für die Features, die drin sind und für den Preis, die sie jetzt letztendlich kostet... Oh mein Gott, nein. Ich meine, die Canon 5D Mark IV sollte ja eigentlich 3.500 bis 3.600 Euro kosten für ziemlich nette, ganz gute Features, die den heutigen Standards relativ okay entsprechen, falls man das so sagen kann. Jetzt kostet sie aber weder 3.500 noch, wie neueste Gerüchte besagten, 3.200 oder 3.300, sondern 4.065 Euro für nur den Body ohne ein Objektiv und das mit Features, die wirklich meh sind. Okay, der Sensor hat 30,4 Megapixel. Ist ganz okay, ist eigentlich echt super, aber wenn man sich mal überlegt, dass diese Kamera 4.065 Euro zum Vorbestellen kostet und ich meine, nur der Body, kein Objektiv, nur der Kamerabody. Und die Nikon D810 zum Beispiel, eine Kamera von 2014, die hat 36 Megapixel. Oder die Sony A7 R Mark II zum Beispiel, die kostet 3.600 Euro und die hat 42,4 Megapixel. Dann erscheinen in einem 30,4 Megapixel bei der 5D für 4.065 Euro eigentlich doch echt lächerlich. Vergleichen wir mal die Videofunktionen. Und auch hier ist nichts anderes. Ich meine, warum sollte ich mehr zahlen für etwas, was weniger kann, als was mehr kann? Ihr werdet jetzt gleich sehen, was ich meine. Vergleichen wir mal die 5D Mark IV mit der Sony A7S Mark II. Ich weiß, es ist ein bisschen unfair, weil die A7S Mark II weniger Megapixel hat. Aber wir müssen bedenken, nicht nur, dass sie weniger kostet, sondern dass sie auch ein bisschen älter ist als die 5D Mark IV, welche ja brandneu rausgekommen ist. Vergleichen wir jetzt also mal nur die Videofunktionen. Die 5D Mark IV filmt 4K-Videos intern, die A7S Mark II ebenfalls. Und da ist auch schon der erste Punkt. Die 5D Mark IV macht das mit einem 1,74er Crop. Warum auch immer. Aber denken wir einfach mal nicht dran. 4K-Videos in 24 und in 30 Bildern in der Sekunde schaffen also beide Kameras. Soweit so gut. 1080p Full-HD-Videos macht die 5D Mark IV aber nur in 60 Bildern in der Sekunde. Die A7S Mark II in 120 Bildern in der Sekunde, womit man sehr geile Slow-Motion-Effekte machen kann. Ich meine, mit 60 FPS geht das auch schon ein bisschen, aber mit 120 FPS ist es einfach viel krasser. 120 FPS schafft die 5D Mark IV nur in 720p normalem HD. Und ich meine, warum? Ich meine, warum sollte ich 1000 Euro mehr zahlen für etwas, was weniger kann, als was 1000 Euro weniger kostet? Ich meine, versteht ihr, was ich meine? Ich meine, kann mir jemand erklären, warum? Kann mir jemand sagen, warum? Okay, okay, ruhig bleiben. Ruhig bleiben. By the way, ist die A7S Mark II ja auch noch der Lowlight King und ich glaube kaum, dass die 5D Mark IV mit ihrer Performance im Dunkeln auch nur ansatzweise an die der A7S Mark II rankommen wird. Die Sony Alpha 7S Mark II hat auch noch einen eingebauten 5-Achsen-Bildstabilisator und bei Canon muss man mal aufpassen, dass man ein Objektiv mit Bildstabilisierung nimmt, sonst kann man auf keinen Fall aus der Hand filmen, weil sonst viel zu verwackelt ist. Und bei Sony kann man, wie gesagt, jedes Objektiv mit jedem Adapter anschließen, auch die von Canon. Und dann hat man ein wackelfreies Bild durch den eingebauten Bildstabilisator. Bei der Videofunktion schaut es also bei der 5D Mark IV nicht so gut aus wie bei der Konkurrenz, auch wenn man sich zum Beispiel die Panasonic GH4 oder bald auch die GH5 anschaut, die bald rauskommt, die ja übrigens 8K schießen soll. Also ja, von der Videofunktion her schaut es nicht so gut bei der Canon aus und wenn man es mit der A7R Mark II vergleicht, auch nicht so gut bei den Fotofunktionen oder auch mit alten, älteren Kameras von zum Beispiel Nikon, habe ich ja vorhin erklärt, dann schaut es auch da bei den Fotofunktionen bei der 5D Mark IV nicht so gut aus. Aber wie gesagt, es sind immer nur zwei verschiedene Kameras, wie zum Beispiel die A7S Mark II, die gut in Videos, also in Filmen, Filmaufnahmen, und die A7R Mark II, welche gute Fotos machen kann. Man kann natürlich nicht beides zusammen machen und hat dann eine Kamera, die 40 Megapixel und 4K-Videos hat für 3.200 Euro oder so, aber für 4.000 Euro sollte man vielleicht ein bisschen bessere Videofunktionen haben, wie zum Beispiel 1080p in 120 FPS oder 4K ohne irgendeinen Crop und nicht nur 30 Megapixel, sondern mindestens so 36 oder vielleicht sogar auch die 40, weil man, wie gesagt, 1.000 Euro mehr zahlt. Schwierig. Aber Janik, dann kauf doch einfach eine A7S Mark II und keine 5D Mark IV und hör auf, jetzt hier voll zu heulen. Da hast du recht, das würde ich auch machen, ich, aber die A7S Mark II ist jetzt auch schon wieder ein Jahr alt und ich meine, hätte ich vor einem Jahr gewusst, dass die 5D Mark IV so scheiße wird, also sie ist ja nicht scheiße, aber nicht meinen Vorstellungen entspricht, nicht meinen Wünschen entspricht, dann hätte ich mir schon vor einem Jahr die A7S Mark II gekauft und da Sony ihre Kamera so schnell updatet, muss ich jetzt auf die A7S Mark III warten. Die hat dann vielleicht bessere Fotofunktionen und bessere Videofunktionen für einen angemessenen Preis, wahrscheinlich keine 4.000 Euro, aber wird wahrscheinlich trotzdem besser sein. Deswegen
werde auch ich jetzt wohl als Canon-Fanboy. Mach mal eine traurigere Stimmung. Als Canon. Trauriger. Deswegen werde jetzt wohl auch ich als Canon-Fanboy von Canon hinüber zu Sony wechseln müssen. Oh mein Gott, ich werde mich dafür hassen, dass ich später hier überall Kameras einfügen muss. Das dauert so lang. Aber ja, deswegen muss ich leider, wie gesagt, noch ein bisschen warten, bis ich mir eine neue Kamera kaufen kann. Es wird keine Canon mehr sein, wahrscheinlich, weil ich meine, die 5D Mark IV wäre jetzt das gewesen, was so krass sein sollte, aber ist sie ja jetzt nicht. Deswegen wird es wahrscheinlich in Richtung Sony gehen. Ich würde sagen, machen wir einfach mal die Endcard. So, da geht es zu meinem letzten Video. Da habe ich euch 15 Fakten zur Canon 5D Mark IV gesagt. Sollte man sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr anschauen, weil ich meine, ist ja leider nicht so geworden. Und darunter geht es zu meinem letzten GIMP-Tutorial. Da habe ich euch gezeigt, wie man ein Foto so aussehen lassen kann, als ob es gezeichnet wurde. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Trauriges Video. Sony, beeilt euch mal bitte mit der ASDMS Mark III, ich will eine neue Kamera.